Hallo, hier ist Max von den besten Freundinnen und wir haben heute keine normale Folge für euch, sondern den zweiten Teil des Live-Auftritts vom Podcast-Festival in Köln. Und den ersten Teil könnt ihr bei 1Live auf dem Kanal hören. Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Da sind wir wieder. Oh ja. Zettel. Und immer noch alle da. Sehr schön. Ah ne, die eine so endlich. Die ist schon nach Hause. Was steht denn hier? Das waren Zettel? Wirklich wahnsinnig viele Zettel. Wir konnten nicht alle lesen. Kennt ihr das irgendwoher? Aber wenn man Dinge aufschreibt, dann sortiert sich das meistens schon im Kopf. Ist so. Wir haben gedacht, was wir heute noch gar nicht gemacht haben, weswegen ihr ja vielleicht auch hier seid, ist live zu podcasten. In welchen Situationen seid ihr eigentlich, wenn ihr den Podcast hört? Alright. Danke. Super. Habe ich mir gemerkt. Arbeiten an der Bar, in der Bettdecke, in der Bar. Okay. Das sind meine gerade die besten Freundinnen. Was machst du denn gerade? Soll ich dich auf ein Getränk einladen? So Silent Disco mit den besten. Oh Gott. Wir sollten vielleicht mal so eine. Es gibt ja so Discos, wo man mit Kopfhörern Musik hört. Ja, die heißen Silent Discos. Vielleicht sollten wir so eine. Ja. Aber gute Idee. Nicht stark. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, sollte man das für Podcasts machen, so Silent Podcast Night. Alle mit Kopfhörern, das wäre so schön interaktiv. Ja. Also so eine ganz stille Veranstaltung. Ich weiß nicht, was man da für Leute antreffen würde, wenn man so eine riesen Halle hätte, also ist ja schon für unsere Verhältnisse riesig hier, und dann sind da alle Leute nur mit Kopfhörern, keine redet miteinander. Ist Podcasting was für Einzelgänger eigentlich? Nein? Okay. Nein. Okay, wir wollten noch ein bisschen podcasten. Und zwar wollten wir gucken, was ist Single as a Pringle als Thema? Und ist nicht von uns, ist von einer Hörerin. Und wir wollten gucken, was besser ist. Ist es besser, Single zu sein oder in einer Beziehung? Ist es mit Absicht die Handbewegung? Habe ich die gerade gemacht, von mir zu dir? Ja, oder? Ist mir gar nicht aufgefallen. Also Single zu sein oder in einer Beziehung. Ja, genau, so hebt sich das auf wieder, die Neutralität. Ja, und was meinst du, wie ist es für dich? Also ich habe gestern mit meiner Freundin drüber gesprochen. Wow. Und das Erste, was mir eingefallen ist, war, in einer Beziehung ist es extrem langweilig oder kann es langweilig sein. Hat sie das gesagt oder du? Nee, es hat sie sehr zornig gemacht. Du bist sehr langweilig. Nein, so habe ich es nicht gesagt. Ein ähnlich gutes Kompliment wie du stinkst. So eine Kombination aus beiden wär's dann, ne? Du bist stinkend langweilig. Genau so. Ja, okay. Und ich finde, also das ist auch einer der großen Vorteile, Single zu sein, dass da mehr passiert ist, wenn man sich traut. Also ich erinnere mich auch an eine Zeit, wo ich mich nicht viel getraut habe und dann war das noch weitaus langweiliger als die Phasen der Beziehung. Aber sonst passiert eigentlich zumindest was so im menschlichen Kontakt mit anderen Frauen, jetzt in meinem Fall, passiert mehr. Und das kann spannender sein, als immer nur jeden Tag das Gleiche zu essen. Aber es ist auch ein sehr, sehr oberflächlicher Kontakt, finde ich, beim Daten. Absolut. Oftmals. Also wann hast du schon mal so ein richtig schönes, tiefgründiges Gespräch gehabt beim Date? Puh. Also ich meine, also beim ersten Date. Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, finde ich, weil es zieht die Stimmung auch in die falsche Richtung. Es ist nicht mehr so Partystimmung, sondern so... Okay, das ist dir passiert. Gut. Ich finde das gefährlich. Also kommt drauf an, wie du den Abend enden lassen möchtest. Wenn du es mit so einer Umarmung... 10 Zentimeter Platz, dann... War nett, dich kennenzulernen, ich melde mich. Mit Sicherheit nicht. Okay, du sagst Langeweile versus Spannung.
also für mich findet immer eine Glorifizierung der Gegenseite statt. Also auf jeden Fall. Dass man denkt, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Also als Single denkt man immer so, wäre ich jetzt in einer Beziehung, wäre mein Leben wirklich richtig gut. Also das ist ja schon relativ gut, aber das würde so die letzten 20% ausmachen. Es ist auch so eine Durststrecke, ne? Du bist irgendwann so, dass du sagst, also es ist das Einzige, was in meinem Leben noch fehlt, was ich brauche. Und so datest du dann auch. Ja, also, du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich habe hier meine Dose mit Samen schon mal mitgebracht für die Befruchtung. Eine Eizelle hat sich auf den Weg gemacht. Stimmt, das hatten wir vorhin gar nicht auf unserer Datingliste, ne? Eine Eizelle Bescheid sagen, dass sie sich auf den Weg macht. Na gut, muss ja nicht jeder sein wie ich. Ob da meine Tochter auch irgendwann drüber lachen kann? Also ist es okay, ja. Also das Gras ist grüner auf der anderen Seite, deswegen denke ich, haben beide Seiten natürlich ihre Vor- und Nachteile, ganz klar. Also für mich ist es so ein bisschen die Tiefe, die anders ist, also generell gesprochen, beim Dating sind es viele kleine Enttäuschungen zum Beispiel. Ja, stimmt. Bei einer Beziehung hast du dann irgendwann die Gefahr einer großen Trennung, die dich extrem runterziehen kann. Wogegen du bei einem Dating-Game immer so ein bisschen lalala, von hier nach da. Oder selbst wenn es jedes Mal nicht klappt, greift es ja nicht so emotional dich an. Also ein Date, was nicht klappt, also warst du schon mal Monate zerstört nach einem Date, was nicht geklappt hat? Nein, ich bin ja eh in so einer pessimistischen Grundhaltung, dass ich das klappt davon, hier eh nicht. Das wird sowieso nichts. Deswegen war ich eigentlich mal ganz fein. Über einen langen Zeitraum. Stimmt, das andere war dann einfach nur eine Überraschung, ne? Ja, wogegen du dann mir SMS schreibst, was, sie hat sich schon wieder 3 Stunden nicht gemeldet. Sie muss doch was laufen. Ja, ich hatte wirklich die Phase, wo man so Nachrichtenanalyse betrieben hat. Kennt ihr das? Wo dann so der Freund wird so eine super langweilige Nachricht geschickt und guck du mal, was du da rausliest. Ich melde mich. Das könnte jetzt alles heißen. Von hier aus biegen 32.000 Wege in die Fantasie ab. Bei so einem Dreiwortsatz. So, es war schön. Oh Gott, er will sich trennen. Was ich auch finde, ist, wenn man sich regelmäßig datet, also es ist vielleicht der Vorteil am Daten, man betreibt auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Körperhygiene. Oh ja. Man ist überhaupt nicht nachlässig. Hingegen in einer Beziehung. Nicht nur Körperhygiene, sondern das gesamte Erscheinungsbild. Man ist immer auf, also das ist wie so ein Mofa, was frisiert der, ist. Oder der Z3, der regelmäßig geputzt Z3, wird. Z3, genau, mit dicken Schlappen drauf, Sportauspuff. So einer, wo man richtig zornig wird, wenn er an einem vorbeifährt. Weil man, muss das sein? Muss das so laut sein? So einer ist man dann ständig. So, oder hier, wenn man auf der Couch ist und sich aufgepumpt hat. Obwohl, er ist seit 8 Jahren der Beziehung. Respekt dafür. Okay, Kevin, auf dich trifft das nicht zu. Du lässt dich immer noch nicht gehen. Kommt vielleicht. Ja, ein Applaus, ne? Vielleicht geht da ja noch was. Jemand, der noch auf sich acht geht. Aber dafür, finde ich, ist so seelisch und emotional ist eine Beziehung sehr auffangend. Ja, auf jeden Fall. Sonst würde man das, glaube ich, sonst macht das ganze Konstrukt ja auch keinen Sinn. Und man ist immer so an der Grenze, also dass man immer alles gibt. In der Beziehung? Ja. Ach ja, ist das so? Ich nicht, aber andere. Nein. Findest du nicht, dass man immer wieder an den Punkt Ach so, meinst du das? Also von der Beziehung, nicht von der Freundin, aber die Beziehung fordert, dass man immer wieder an den Punkt gebracht wird, wo man alles geben muss. Ja, also das hat eigentlich keinen Sinn mehr und dann sich überwinden muss, okay, ich will aber, dass es weiter funktioniert. Beziehungsweise ich muss mich jetzt öffnen und wir müssen darüber reden und wir müssen das machen. Ja, und nicht nur rumschreien. Oh ja. Also ja, streiten ist, ich meine, ist auch ein Punkt. Als Single hast du auch diese ständigen Streits, die ja mal mehr intensiv und mal weniger intensiv sein können, einfach nicht. Ne? Du bist viel, viel gelassener den ganzen Tag. Eigentlich geht's dir weitaus besser, was so den eigenen Gemütszustand beschreibt, wenn es um das geht. Ich würde es damit vergleichen, ich habe mal ein Austauschjahr in Amerika gemacht, da war ich 16 oder so. Dieses ganze Jahr war sehr, sehr schnell vorbei und es war dann so, hey, hi, what's up? Es hatte diese Leichtigkeit, es hatte kein Gespräch war tiefer als What's up? Everything fine? Und das so bist du auch durch deine Dates gegangen, ja? What's up? See you. Never again. Und es hat diese Leichtigkeit. Dating hat diese Leichtigkeit. Klar ist auch ab und zu mal der Traumprinz oder die Traumprinzessin dabei und dann ist das Leben zerstört für 5 Tage. Ja. Und dann muss ein neuer Traumprinz her, um den alten. Der könnte es auch sein. Das könnte auch eine Projektionsfläche für meine Träume sein. Du bist groß genug und hast ein weißes T-Shirt an. Und ein BMW Z3. Ich glaube, tiefer gelegt mit Sportauspuff.
eigentlich ist eine Beziehung dagegen, die ganze Zeit, als ob du dich an den Familientisch setzen musst. Jetzt, Jakob, wir reden jetzt hier erstmal einfach mal. Also ist es bei dir nicht so? Also Doch, schon. Also innerlich für dich selber. Es ist nicht so, dass das von außen gefordert wird, aber... Nee, man muss sich die ganze Zeit selber versuchen, immer wieder an Themen ranzuwagen und dass es auch aufrecht läuft. Ich überlege nur gerade, wir sprechen so viel für Single, dass vielleicht sollten wir mal ein paar positive Sachen für eine Beziehung finden. Also wir haben zwar, aber was wir kriegen, kommen immer in so diesen Touch rein. Mhm, merke ich. So. Also was ich finde ist, im Idealfall in einem... Läuft einfach richtig gut. Nein, im Idealfall finde ich, ist das Wichtigste, dass man sein emotionales Zuhause gefunden hat. Genau. Man kommt nach Hause und man fühlt sich zu Hause. Also nach Hause kommen. Also nicht nur emotional, also wirklich das Gefühl nach haben. Nach Hause kommen. Ja. Also es gibt jetzt mehr Momente, wo ich mich zu Hause fühle, als in der Zeit, wo ich alleine war, definitiv. Wirklich? Ja, ja. Also, dass man auch nach Hause kommt, und man denkt, man ist genau richtig und genau. Man ist hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, das habe ich definitiv jetzt. Und in der Single-Zeit habe ich mich gefragt, hä? Fühlst du dich gerade falsch dann, weil du nicht zu Hause bist? Hier jetzt? Ja. Nein, hier, ich bin ja bei dir, da bin ich auch zu Hause. Oh. Okay, wir nehmen doch mein zweites Zuhause. Wir können uns ja mal aussuchen, ob wir Doppelzimmer nehmen. Und wenn das Bett ein bisschen größer ist als 1,20, dann nehmen wir immer eigentlich ein Bett, in dem wir zusammen schlafen. Ist einfach schöner, ne? Am Ende ist es ein Roadtrip unter Männern. Ist eine sehr, sehr schöne Sache. Aber diesmal waren die Betten sehr klein und darum haben wir leider kein Zuhause. Okay, wir haben mehr Punkte für die Beziehung gefunden als für Single sein. Haben wir? Ja, definitiv. Machst jetzt am Ende einfach so einen Kahlschlag, ja, ja. Ich möchte hier nicht weiterreden. Das ist ich habe dir schon genug gegeben. Immer ich. Ich finde, wir müssen an die Banane ran. Mhm. Wir haben ein bisschen aussortiert. Einmal Zettel, Hände hoch, wer hat einen Zettel da reingeschmissen? Hä? Alle? Das ist eine Lüge, keiner hat einen Zettel. Ach, nur drei in die Banane. So, mal gucken, was da drin ist. Willst du? Ja, wir haben so ein bisschen vorsortiert und jetzt... Ich habe nicht mitgemacht. Wir ziehen mal wild. Wie schafft man es als Frau, steht hier extra nochmal in Klammern, nicht zu needy zu wirken? Ah, okay. Oh, wir sind heute wirklich, wir kreisen ums Thema Daten und Single sein. Ja, komisch. Also, eins ist die Antwortlatenz. Also, wenn man zum Beispiel gerade ein gutes Date hatte und sich fragt, wann schreibe ich am besten? Nicht, wenn man den anderen gerade aus den Augen verloren hat. Das ist gerade um die Ecke gewogen. Richtige Zeitpunkt, sein Handy zu zücken. Das war ein unglaublich schönes Date mit dir. Hat mir total viel Freude bereitet. Wann können wir uns wiedersehen? Also ich habe das sehr oft gemacht. Wirklich? Ich habe mich immer am Abend sehr beherrschen müssen und dann nicht widerstanden. Und dann am Abend, ich dachte immer, was ist denn dabei? Und dann wurde ich dann... Wir wollen hier keine Spielchen spielen. Und am übernächsten Tag wurde ich bestraft, weil nichts zurückkam. Also das musste ich wirklich schmerzlich erfahren. Du wurdest ganze 10 Jahre nicht bestraft, weil nie was zurückkam. Ja, das ist schwierig. Und warum wirkt man needy? Also das finde ich eigentlich die wichtige Frage. Dahinter. Ja, es geht, glaube ich, eher um die Haltung von vornherein, dass man sich wirklich sagt, ich brauche das hier eigentlich alles gar nicht. Mir geht's so gut. Du kannst froh sein, mich haben zu dürfen. Also ich meine, das darf nicht oberflächlich sein. Das muss schon eine Haltung sein, die man von innen heraus ausstrahlt. Und nur dann kann es auch funktionieren. Wie schafft man das wiederum? Ja, das ist für sich zu sorgen, würde ich sagen. Mhm. Also das ist eine Haltung der Unabhängigkeit, die man dann hat als Frau oder als Mann. Also dass man sagt, das wäre ein guter Bonus, aber das ist nichts, was in meinem Leben sein muss. Ja. Ich bin auch glücklich und zufrieden, ohne dass mein Traumprinz endlich alle meine Vorstellungen wahr werden lässt. Das letzte bisschen Unglück aus meinem Leben fegt. Wenn es diese Haltung nicht gibt, sondern wenn man für sich selber sorgt, und wie sorgt man für sich selber? Ich glaube, wenn man das macht, was einen erfüllt, also auf vielen, allen Ebenen, und das ist ein Lebensweg, das rauszufinden, glaube ich. Für die manchen ist Kochen, Reisen, oder man wählt den Weg des Seelenfickers und hat ganz viele Sachen parallel laufen. Oh ja. Und immer, nee, ich habe ja da noch jemanden und da noch jemanden. Und wenn es mit den ersten nicht klappt, naja. Die Frauen- oder Männer-Jonglage. Okay, alles war gut, ne? Magst du noch einen? Wir haben ja noch welche zugeworfen bekommen. Die scheinen ja eine besonders große Dringlichkeit zu haben, dass sie im Nachhinein, nachdem die Aufgabe eigentlich schon erledigt gewesen ist. Die Klassenarbeit zu spät abgegeben. Ja, Lisa. Ich schreibe noch. Warst du auch so einer? So? Ja, immer bis
Ich nicht, ich habe immer ziemlich schnell abgegeben, weil ich dann... Immer konsequent, entweder viel zu früh, so nach 10 Minuten, so ganz stolz raus. Aber ich habe hier gar nicht gelernt, nix, auf Wiedersehen. Oder so. Auf Quantität. Von einer Frau aus einer langjährigen Beziehung. Glücklich steht da noch. Es wurde wahrscheinlich im Nachhinein noch dazugefügt. Schreib bitte glücklich dazu. Das könnte man jetzt verstehen. Lange Beziehung, das holt die falschen Assoziationen hoch. Stört es den Mann, wenn man nicht mehr so oft bimst wie früher? Oh. Ja, kam der aus dem Publikum. Von einem Mann, glaube ich. Er hat sich ziemlich männlich angehört, die Stimme. Ja. Z4-Fahrer. Ey, unsere nächste Tour wird von BMW gesponsert. Ja, hoffentlich. Aber da kriegen wir so wenig, da passt gerade die Banane rein, sonst müssen wir mit dem String Tanga reisen. Also, ich würde sagen, nein. Also, oder? Ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Mann an. Also, oder? Boah, ich weiß nicht. Ja, tatsächlich, glaube ich, kommt es ein bisschen auf den Mann an. Also, wo wir schon bei mir sind. Also, bei uns ist das ein Prozess, der geht von beiden Seiten aus. Also, es ist wirklich nicht so, dass der eine die ganze Zeit und jetzt, diese Woche vielleicht mal und nächste Woche, sondern das hat sich so wie so zwei Planeten, die mal aneinander vorbeigeflogen sind. Und dann jetzt langsam wieder aus der Erdbahn entfliehen. So. Ja, ihr rechnet in Lichtjahren. Aber ich auch aus der Beziehung kann ich sagen, es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Also es gibt so einen Rhythmus, der sich irgendwann so einpendelt und dann wird es mal... Wie ist der bei dir? Ja, so einmal die Woche, alle zwei vielleicht, aber auch mal nur einmal im Monat. Und auch mal vielleicht mal mehrmal in der Woche. Also es ist wirklich ein bisschen so... Mehrmals die Woche, komm, ich möchte jetzt nicht immer der Beziehungskritiker sein. Aber wann gab's das letzte Mal bei dir? Ja, da stand die Mauer noch, oder? Okay. Deine Augen haben mir alles verraten. Oh, den habe ich mit reingenommen. Würdet ihr mit eurer Cousine bimsen? Huch. Ich habe nicht mal eine Cousine. Meine Onkel haben auch keine Kinder gemacht. Also, es ist eine Frage, die ich mich ganz schwer reindenken kann. Irgendwie fühlt es sich falsch an, obwohl es ja per Gesetzgeber in Ordnung ist. Aber es waren auch ganz viele andere Sachen per Gesetzgeber in Ordnung noch vor 50, 60, 70 Jahren, wo ich heute auch sagen würde, es fühlt sich heute auch sehr falsch an. Ich glaube, da sollte das eigene Gefühl... Ich glaube auch, da könnte uns Alice nicht helfen bei dieser Frage. Die ist auch für sie zu speziell. Die schieben wir mal. Aber ich glaube, manche hat da das Leben schon herausgefordert. Ab dem wievielten Date darf Frau mit Mann schlafen, wenn Frau eine Beziehung möchte? Oh. Darf. Darf. Ist auch wieder hier in Anführungszeichen mit Sternchen. Was würdet ihr denn sagen? Gar nicht. Gar nicht. Meine Punani ist hier heilig. Die bleibt verschlossen. Nein. Kommt hier nicht rein. Die härteste Tür der Welt. Meine Punani. Könnte ein Film sein. Ja. Das Tor zur Welt. Punani Gate. Okay, wir haben jetzt gar nicht gehört. Gibt es irgendwelche anderen Angebote? Immer. Ah. Aber wann fühlt sich das richtig an? Immer. Es könnte auch so ein Pegelstand eigentlich gemessen werden, ne? So ein Punani-Meter. Oh, wir haben Hochwasser. Es fühlt sich richtig an. Das sind Witze, die macht man eigentlich normalerweise nur unter Männern. So. Mhm. Ich bin schon bei der klebrigen Stelle. Haben wir eine Antwort gegeben? Sorry. Die kam aber aus dem Publikum. Immer, wenn es sich richtig anfühlt. Ich muss sagen, also bei mir jetzt persönlich haben sich zwei Beziehungen ergeben aus einem Date, wo ich mit meiner Freundin dann das erste Mal gleich geschlafen habe. Ich hätte selber nicht so richtig für möglich gehalten, aber ich finde, es gibt zwei Formen der Eroberung oder was sich so für einen Mann als Eroberung anfühlt. Das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber einmal ist es das Schlafen und ich glaube, von Frauenseite ist es wahrscheinlich auch eine Eroberung. Ist es für eine Frau? Ja, ne? Nein, okay. Schweigen. Habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Was passiert schon da eigentlich? Vorsichtshalber die Arme verschränken, ne? Alice? Ist das eine von dir? Ja, okay, gut. Wenn wir nach der Show so getackelt werden. Bam. Das war alles falsch.
Und da gab es so eine innere Unabhängigkeit. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie eine Frau dazu steht. Also viel mehr als der Zeitpunkt kommt es auf die Selbstverständlichkeit an. Und wenn Frau oder wenn eine Frau, die mit einem Mann datet, das für sich als Genuss empfindet und unabhängig von Beziehung betrachtet und sagt, das ist für mich, weil ich das für mich tue und weil ich das schön finde, ja, dann spielt es keine Rolle, glaube ich, wann das passiert. Aber was schwierig ist, ist, wenn man mit einer Frau schläft und die fragt dann währenddessen, sind wir jetzt zusammen? ja, jetzt gerade für den Moment sind wir zusammen. Also, nein, du stinkst. Oh. Aber auch nochmal dazu. Also aua, der hat mir irgendwo wehgetan. Kennst du das, wenn so Jokes im Solarplexus schon so kurz reinstecken? Dann sind sie gut. Das kommt so ein bisschen auch in das Needy rein. Also wenn man sich so seine Ponani so, die ist nur dafür da, dass um den Mann in die Beziehung zu bringen, das ist eine Haltung, die kann schwierig sein. Kann und dann ist es vielleicht auch für den Mann so, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist auch für mich das Thema durch. Also es kann sogar das Gegenteil bewirken. Habe ich zum Beispiel auch öfters mal erlebt, wenn sich jemand so ziert. Ja, ich hatte es einmal, da hat mir eine Frau beim Dating erzählt, dass sie mit ihrem letzten Freund nach 9 Monaten geschlafen hat. Da dachte ich, oh. 9 Monate? Da, so lange hat man doch keinen Sex. Die Durststrecke kannte ich damals noch nicht. Ist ja, gar nicht so lang, 9 Monate sind so. Ja, 9 Monate kann auch eine tolle Zeit sein. Aber man hat die Chance, eine Frau auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen. Also. Ja. Ja. Gut, wir haben uns nicht mehr getroffen. Hier wird's richtig, richtig philosophisch. Ist Liebe eine Entscheidung? Die würde ich fast so stehen lassen. Unbeantwortet. Also, willst du die nochmal so in den Raum geben und gucken? Ist Liebe eine Entscheidung? Mhm. Liebe ist eine Entscheidung. Wow, ich finde das schwierig zu beantworten. Also. Wir sind drahtlos. Nein, sag mal wirklich. Also ist Liebe eine Entscheidung? Nein. Ich glaube, Verliebtsein ist keine Entscheidung. Liebe ist ein Stück weit vielleicht zur ersten Entscheidung und wächst dann immer mehr. Das ist so, wie wenn man einen Baum großzieht. Erst gießt man und irgendwann sind die Wurzeln tief genug und er wächst von alleine. Oh. Außer man hat so einen trockenen Sommer wie dieses Mal. Oh nee, nicht noch, schon eine Liebesfrage. Bitte keine Liebesfrage. Wir haben ganz viele Liebesfragen bekommen, die genauso, deswegen habe ich da ein paar rein. Wir dachten immer so, Karneval, das ist doch ein riesengroßer Swingerclub eigentlich, Köln, oder? Hey, warum sind einige Männer innerlich blockiert? Hey! Hey! Ich denke, sie fängt auch mit SMS genauso an, eine WhatsApp. Hey! Ich wollte mal fragen, Lust auf ein Date? Gibt's einen Mann hier, der innerlich sehr blockiert ist? Einmal die Hand hoch. Kevin, nicht du? Deswegen Muskelmasse, ne? Mit Hand heben. Alter, immer so schwer. Fühlt sich keiner, ne? Das ist auch ungünstig, ne? Kurz vorm Sex auf Klo zu müssen, ne? Dann muss man sich entscheiden. Was mache ich jetzt? Sexklo. Klosex. ja, ich weiß. Aber vielleicht kann man da auch ernsthaft drauf antworten. Vielleicht, ja. Überlege ich gerade. Also ich frage mich, also es ist ja schon so, dass wir auch oft gesagt bekommen, dass wir sehr viel über Sachen reden, wo andere Männer sich sagen, über sowas würde ich gar nicht sprechen, weil es so intim an den inneren Kern herangeht. Und wir haben uns ja auch oft gefragt, woher das kommt, ne? Warum wir auch da so, also ich kenne nicht viele Freunde, mit denen ich so reden kann. Und wir haben das immer so ein bisschen definiert über die Gespräche, die wir mit beide jeweils mit unseren Müttern hatten, dass da ganz viel auch über diese... Sexuell war das, meinst du? Und vielleicht... Aber lass das bitte nicht, dieses Thema heute schon wieder. Dann klammer ich es aus. Nee, ich glaube auch, das hat was mit der Sozialisierung zu tun. Also wie ist man innerhalb seines Familienkontexts und Freundeskreis groß geworden? Genau. Und was ist man da für Gespräche gewöhnt? Und ich glaube, jemand, der damit noch nie in Berührung gekommen ist, für den ist es in der Tendenz ein größerer Spagat, später über sowas zu reden. Also ich glaube und halte das auch für wichtig, wenn man mal Kinder hat, also kann ja vorkommen, dass man das auch macht, also dass man mit seinen Kindern auch emotionale Gespräche führt, auch wenn einem selbst das manchmal unangenehm ist. Natürlich nicht belastende. Papa fühlt sich heute so schlecht und traurig. So eine Gespräche nicht. Mama, habe ich immer gehört. Also ich
wollte genau darauf, also ich glaube, viele wurden wahrscheinlich auch hart erzogen in so einer, du musst Mann sein, du musst stark sein, das musst du aushalten. Und ich denke, daher kommt dann vielleicht auch so eine Blockierung, die sich nicht so einfach öffnen lässt, auch nicht von der Traumfrau. Das braucht Zeit oder passiert gar nicht und schwierig. Also es ist auf jeden Fall schwierig. Also wenn man sich was anderes von einem Mann wünscht und der kommuniziert so nie, dann heißt es vielleicht irgendwann auch die Finger davon lassen. Mhm. Oh. Oh. Wenn ihr sehr gestresst seid, habt ihr dann weniger Lust zu bimsen? Also kommt ein bisschen drauf an, wenn es was Wichtiges ist, also wenn es Stress ist von wichtigen Sachen, dann bin ich so in der Aufgabe, dass ich meistens gar keine Lust habe, so 12 Monate lang. Und wenn es was ist, man hat ja auch so einen Stress, wo es um was Unwichtiges geht, dann habe ich eigentlich mehr Lust. Also ich würde mir die Frage, ich glaube, ich habe noch nie entschieden, weil... Aber hast du noch nie Lust? Nee, an Stress habe ich das nie so richtig festgehalten. Also ja, also ich würde eher sagen, weniger Lust zu bumsen. Also wenn es wirklich so richtig stressig war, dann... Aber ich glaube, Männer lassen sich auch leicht überzeugen. Also das passiert mir oft. Es scheitert dann, glaube ich, eher an der Überzeugungsarbeit als an dem Wollen. Oh, die ist lang. Oh, die hatten wir schon. Tut mir leid. So oder so ähnlich. Ja. Okay, hier. Ich bin hetero und in einer Beziehung. Ich möchte Sex mit einer Frau versuchen. Wo lerne ich die meisten Frauen kennen? Und wie? Hier, genau, richtig? Hier. Hier heute Abend. Wer ist denn das? Vielleicht können wir hier Hand hoch und dann... Und wie wäre Hand hoch? Erstaunlich, dass wir dafür die Experten sind. Wow, ja, uns wird da ganz schön viel Kompetenz zugeschrieben. Also ich glaube tatsächlich, dass es mehr Frauen gibt, die sich das vorstellen können als Männer. Und ich, als Freund hätte ich persönlich damit überhaupt gar kein Problem. Oh, Überraschung. Und ich würde mal tippen, es ist, glaube ich, für Frauen fast sogar noch ein bisschen schwieriger, weil die körperlichen Grenzen bei Frauen, so habe ich es zumindest erlebt, zerfließen anders. Also Frauen sind in der Regel viel, viel körperlicher, zumindest in unseren Breitengraden miteinander. Mhm. Also da ist so ein, dass man Hand in Hand geht oder sich mal am Nacken krault oder mal, du stinkst. Ja, stimmt, da ist die Grenze nicht so klar. Und die will man, also das kann ja hier auch noch freundschaftlich sein dann, ne? Ja. Oder ist das freundschaftlich unter Frauen? Finger einführen dann schon nicht mehr so, ne? Meine Punani, Finger weg. Das ist, hier ist heute Sperrzone. Ihr beide aus dem Flugzeug heute? Seid ihr im Hotel zusammen? Einzimmer, Doppelzimmer? Ja? Einzimmer zusammen. Aber ihr habt nicht diesen Zettel geschrieben. Nein. Okay. Wäre ja einfach gewesen. Okay. Und jetzt für dich, wie lernt man Frauen kennen? Ich glaube, tatsächlich Online-Dating-Plattformen sind nicht schlecht. Und manche Frauen, da merkt man das, glaube ich, ein bisschen, wer dafür offen ist. Und da muss man ein Gefühl für entwickeln. Ich weiß, das war... Ich fühle mich dazu wirklich nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Ich auch nicht, habe es aber trotzdem gemacht. Okay, eine letzte Frage, würde ich sagen. Wie reagiert man beim ersten Treffen auf die neue Freundin des Ex-Freundes, wenn man weiß, dass er mich mit ihr betrogen hat? Spannend auch der Wechsel von Mann zu mir. Ah. Also ich wollte mal eine ganz unverbindliche Frage stellen. Kann ich noch mal? Die mir gerade passiert. Auf die neue Ex, also ich glaube einfach Sniper und durch, oder? Ja. Also, hallo, ich bin übrigens die, mit der dich dein Freund betrogen hatte damals. Also, wer hat die gestellt jetzt? Also die Frage ist ja, wem muss man da loyal gegenüber sein? Und ich glaube, die einzige Antwort ist sich selbst. Und wenn man das Gefühl hat, man muss... War man ja schon im Vorfeld. Wenn man das Gefühl hat, man muss es sagen, dann raus damit. Oder? Du warst das, ne? Du hast den Zettel da reingeschmissen. Ja, das wäre denn jetzt ein Ende, was noch nicht ganz so erfreulich ist. Wir müssen gutes Ende finden. Max sieht aus wie mein Ex-Freund. Der Podcast wird nie wieder der gleiche für mich sein. Und so ist es ja. Das kann man positiv oder negativ sehen. Für euch wird der Podcast auch nie wieder das gleiche sein, weil ihr habt uns jetzt gesehen und
Wir werden gleich noch an der Seite sein. Wir haben auch noch was mitgebracht. Wir wollten es eigentlich nicht machen. Wir machen es, oder? Machen's. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Bitte ein Kleidungsstück jeder. Ich fühl mich wie Herr Likin, mein Musiklehrer. Oh. Naja, wir können nicht singen, also ich weiß nicht. Nee, wir können nicht singen, wir können tatsächlich nicht singen und nicht Gitarre spielen. Werdet ihr gleich hören, können wir wirklich nicht. Das ist kein Witz, das ist nicht so Angeber, ja, die können das ja, aber können das nicht und können das dann doch. Das ist wirklich, aber wir haben das geübt für euch. Ein bisschen zumindest. Ganz bisschen. Wer kann noch nicht singen? Dann kommt bitte einmal auf die Bühne. Wo ist denn unser Mikrofon, das andere? Kommt mal tatsächlich auf die Bühne, ohne Witz. Alle, die nicht singen können. Alle, die wollen und alle, die nicht singen können. Ein Applaus für alle, die nicht singen können. Und ab mit euch auf die Bühne. Einer muss den Anfang machen. Wo ist denn das andere Mikrofon? Ich weiß es nicht. Jawohl. Und ihr habt Notenzettel, also beziehungsweise Lyriczettel. Das können doch nicht nur zwei sein. Da sind mehr. Alle. Kevin. Kevin, du auch bitte. Mit Freundin. Ein Applaus schon mal für die ersten drei. 4, 5. Das sind noch mehr. Nee, ihr müsst euch ganz vorne hinstellen. Guck mal, wir spielen so schlecht, dass wir uns das alles hier auf die Gitarre hinsetzen. Aber man soll ja nicht im Sitzen singen. Das sind noch mehr. Ein Applaus für all diejenigen, die sich schon getraut haben. Lass es mal nicht so hängen. Oh ja. Oh, ja, Mann, sehr gut. Und, ein Gitarrengriff ist schwierig. Bitte? Du wirst gleich. Schon gut. Das geht jetzt die ganze Zeit so. Ich brauche aber auch einen Habt Zettel. Ihr den Text? Ich Könnt ihr singen? Dann müsst ihr auf die Bühne ich kommen. Muss witzig, ich hab nämlich. Okay. Und vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr morgens aufwacht und euch wundert, wer liegt denn da neben mir? Und dann geht ihr zum Spiegel und merkt, seid ihr selbst. Und so richtig, richtig toll seht ihr heute auch nicht aus. Eigentlich furchtbar, aber eigentlich... Können wir das Licht ein bisschen dimmen, dass es nicht ganz so unangenehm wird? Das hat was mit Charme zu tun und man sollte sich immer wieder seiner eigenen Charme stellen, auch wenn man... Also es ist wirklich so, das ist das Schönste und Beste im Leben. Ich kannte mal einen, der hatte einen ganz kleinen Penis. Das wird schief und krumm. Nein, war nicht ein Freund von einem Freund, ein guter Freund. Und tatsächlich, der hat auf einer Bühne gearbeitet und hat sich nackt vor seinem Publikum mal hingesetzt. Und wir beide können wirklich nicht singen und nicht Gitarre spielen und ihr scheint ja alle singen zu können, darum sitzt ihr da unten. Darum. Aber ihr dürft trotzdem mitsingen, wie in der Kirche. Okay. Mein Lieblingslied von Christina Aguilera, es gibt nicht viele Lieblingslieder. Oh. Max, machst du den Anfang bitte? Sehr gern. Every day seems so wonderful. And suddenly it's hard to read. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Und jetzt alle. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. Woo! I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. Oh, you know. So let's bring me down today. Den Zwischenpart kann ich nicht. Aber geht's jetzt hier mit meinem. Okay, ihr müsst gleich bei der zweiten Strophe einsteigen, ne? Okay. To all your friends, you're delirious, so consumed in all you do. Trying hard to fill the emptiness
Und jetzt für alle. The way it is, you are beautiful, no matter what they say. Yes, words can bring you down. Oh, you are beautiful. Einmal in der Fahrt. Bring me down today. Ein Applaus an euch selber, es war schön mit euch, Köln. Stimmt, das, dann, wir treffen euch gleich unten, wenn ihr wollt. Ich soll nach dem Rest auf die Bühne kommen. Mit allen. Bis gleich. Das war's tatsächlich. Vielen Dank. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.